Ja, hallo liebe Handballfans und willkommen zurück in der Reiferbahn Sporthalle. Jetzt zum MV-Ligaspiel Grün-Weiß Schwerin gegen Rostock Süd. Ich führe Sie gleich wieder mit Roberto durch das Spiel. Und wir wollen noch ein wenig kurz so die Atmosphäre aufnehmen, eben vom Pokalkracher von Grün-Weiß-Schwerin gegen Nordhaareslever Schwerin ja gewinnen konnte. Und wir werden ja Haareslever demnächst wiedersehen am 23.10. dann in Wismar. Aber inwiefern kann die Mannschaft, die das Spiel ja nur gesehen hat, die zweite Mannschaft von Grün-Weiß-Schwerin, diesen Schwung der ersten mitnehmen? Oh, das wird schwierig. Einfach, es ist ein ganz anderes Spiel, ein ganz anderer Rhythmus hier. Und natürlich auch die körperlichen Voraussetzungen sind, so wie ich sehe, vorhanden auf jeden Fall. Aber man muss halt es umsetzen. Die Emotionen kann man mitnehmen, den Kampfgeist. Man muss es abwarten, wie sich das... Gott, oh Gott, er schreckt mich hier an, oder? Nein, man muss halt einfach sehen, wie die Mannschaft das umsetzt, wie sie jetzt das Ganze mit aufgenommen hat. Sie haben gesehen, dass man mit viel Kampf und mit viel Engagement unheimlich viel erreichen kann. Egal, ob der Gegner aus der zweiten Liga kommt oder aus der dritten Liga, aus der ersten Liga, das ist völlig egal. Ja, jetzt haben wir, Sie sind sehr, sehr gut gestartet, nach einem 7-Tore-Erfolg gegen Bad Doberan Tabellenführer gewesen, fahren dann nach Stralsund und gehen dann mit 11 Toren unter. Zwei verschiedene Gesichter, vielleicht ein Auswärts-Heimgesicht von Grün-Weiß-Schwerin. Wie geht man als Trainer mit um? Ist auch eine schwierige Situation. Du nimmst natürlich die positiven Emotionen vom ersten Spiel mit. War ein schönes Spiel, war auch schön anzuschauen. Sicherlich mit einigen Phasen, wo auch der Trainer nicht einverstanden war, wo Bad Doberan wieder rangekommen ist auf ein Tor. Aber da hat sich auch wieder die Cleverness und auch die Coolness gezeigt und auch über Kampf hat man sich zurückgearbeitet und gewinnt dieses Spiel mit 7 Toren. Man fährt nach Stralsund. Ich habe im Vorfeld schon gehört, muss ich dazu sagen, na, wenn das mal nicht eine Klatsche gibt. Also sie waren in den Köpfen darauf vorbereitet, aber nicht wirklich frei von ihren Gedanken. Also sie haben, ich würde sagen, Bolzen in der Hose gehabt. Einfach Schiss davor, was sie erwartet. Sie sind Neuling. Auf sie wird jeder gucken, was macht diese Mannschaft, wie entwickelt sich die Mannschaft. Und jeder Gegner muss sich natürlich auch darauf einstellen. Ja gut, dann wollen wir mal gucken, wie sie sich darauf eingestellt haben, jetzt gleich beim Spiel Grün-Weiß-Schwerin gegen Rostock Süd. Ja, und los geht's in der MV-Liga. SV Grün-Weiß-Schwerin gegen Rostock Süd. Mal gucken, ob die Schweriner Mädels den Schub von der ersten Frau mitnehmen können. Da können wir sehr gespannt sein. Wir haben jetzt einen Aufbau vorher Theresa Meissner. Jetzt haben wir Joja Harder als Aufbauspielerin für Schwerin. Jetzt wieder an die Außenposition gegangen ist und das erste Tor in diesem Spiel von Juliane Schiller. Man sieht es sofort, direkte Manndeckung hier gegen die 17 aus Rostock. Eine 4-0-2-Deckung ist das fast schon. Beide Halben werden markiert und ein bisschen schon in der frühen Phase spielt es. Das Spielsystem von Rostock ein bisschen zu zerstören. Und das Tor für Rostock, das 1:1. Und Katrin Jäger nach dem Kreisanspiel mit dem 2:1. Und der Wurf über außen, Laura Fischer mit dem ersten
Hand an den Ball. Ein vorhersehbarer Pass. Nur dadurch, dass er schlecht war, konnte er nicht abgefangen werden. Und der Theresia Meissner nimmt sich den Wurf und er passt. Zum 3-2-1. Wieder eine offene 4-0-2-Deckung. Leichte Kommunikationsprobleme. Und Harder mit der ersten Hand am Ball. Kann daraus auch keinen richtigen Kapital schlagen. 7 Meter. Und dann kommt die Abwehr zu spät und es gibt 7 Meter. Ja, was bewirkt man mit einer 4-0-2-Deckung? Ganz einfach, man nimmt die beiden Hauptshooter raus, markiert sie, führt mit der Gegenspielerin sie Schritt für Schritt, wird sie begleitet. Um das Spielsystem von Rostock, was wahrscheinlich über die Halben laufen sollte, ein bisschen zu zerstören, ein bisschen zu, auch Rostock dementsprechend zu fordern, sagen wir es mal so. Jetzt der Ballverlust aber auf Schweriner Seite. Und 7 Meter, gelbe Karte. Und gelbe Karte gegen Theresia Meissner. Trotzdem das Abklatschen, man ist scheinbar zufriedener auf Schweriner Seite. Nee, es gab keinen 7 Meter, doch. Auf jeden Fall Kai den einfachen Wurf verhindert und neue Situation geschaffen mit dem 7 Meter Wurf. Schade. Und auch der zweite 7-Meter-Wurf ist drin für Rostock Süd. 3-3. Jetzt haben wir gerade gesehen, Theresia Meissner nimmt die Kapitänsbinde ab, was ihr bei euch in der Mannschaft ja auch habt, vom Schiedsrichter aus. Ja, hat das einen Einfluss? Wir haben gestern mit Steffen drüber gesprochen gehabt bei eurem Spiel, dass der Kapitän markiert wurde, damit der Schiedsrichter einen direkten Ansprechpartner hat und sich nicht irgendeinen rausgreift. Jetzt unterbinden die Schiedsrichter das direkt. Für mich nicht ganz nachvollziehbar, weil es soll ja ab dieser Saison wieder sein, dass der Kapitän markiert ist. Einfach, wie du sagst, die Bindung zwischen Mannschaft und Schiedsrichtern, kurzer Smalltalk soll ja vorhanden sein. So kann natürlich jeder mit dem Schiedsrichter quatschen, ohne jetzt besonders markiert zu sein als Kapitän. Muss der Schiedsrichter natürlich auch wissen, wer es ist, wer es machen darf. Und er muss natürlich dann auch Fingerspitzengefühl haben dafür. Und jetzt gibt es 7 Meter bei Abwehr durch den Kreis. Ah, Doppelpfiff. Aber sind sich da einig? Es gibt Abwehr durch den Kreis und 7 Meter für Grünwald-Schwerin. Und Theresia Meissner am Strich. Und sie scheitert. Kriegen wir gerade eine schöne Erklärung hier von der Rostocker Trainer. Wenn wir mit Geschwindigkeit kommen, können sie uns nicht in Manndeckung nehmen. Ja, das ist richtig. Wenn die beiden markierten Aufbauspieler sich bewegen, in die freien Räume laufen, klar, wer soll sie da aufhalten? Das ist immer sauber rausgespielt, allein unterwegs. Schrittfehler. Jawohl, hat der Schiedsrichter gesehen, auch dementsprechend gepfiffen. Ja, die Benennung durch Juliane Schiller. Mitgelaufen, Gegner behindert, Schrittfehler provoziert. Richtig. So muss es sein. Man muss den Gegenspieler nur mal begleiten. Man sollte es natürlich auf eine faire Art und Weise machen. Und so ist es geglückt. Und dementsprechend kam der technische Fehler zustande. Ja, da war der Passweg frei nach außen auf Juliane Schiller nicht genutzt von Hahn. Aber schön der Look-Pass und dann das Tor von Theresia Meissner. Na, Schwerin wirkt noch ein bisschen gehemmt. Brauchen sich gar nicht verstecken. Nein, auf der Gegenseite. Prichat mit ihrem ersten Treffer 4-4.
Ja, Julia Harder scheint auch noch nicht so richtig drin zu sein. Problem hatten wir vorhin schon mal im ersten Spiel mit Yoda, die so ein bisschen neben sich stand in der Anfangsphase. Und gucken, wie sich das weiterentwickelt. Hat er zwei Situationen gehabt, wo sie hätte sicherlich entscheidende Akzente setzen können. Wirkt noch ein bisschen gehemmt. Ja, eigentlich schön dazwischen gegangen, zwischen Rostock Süd wird zurückgepfiffen. Abwehr ist sehr aufmerksam dort. Ball und Mann bezogen. Dadurch jetzt fast der zweite, dritte Ballgewinn in Folge. Und da ist jetzt aber die Lücke gerissen. Julia Harder geht durch und macht das Tor. Abklatschen, also richtig mit begleitet, sah ein bisschen unglücklich aus. Und Fuß, unglücklich. Harder sofort hinterher, will das Spiel schnell machen. Aber es gelingt nicht und so ruhiger Aufbau jetzt bei Schwerin. Schrittfehler. Schön auf die Außen rausgespielt und Laura Fischer hält den Ball und Bonnie Lenz kann den Ball sichern und somit wieder Ballbesitz für Grünberg Schwerin. Der Kreis mit rausgekommen, um eine Situation zu schaffen, aber wieder die Abwehr sehr aufmerksam. Und jetzt haben sie kurz nicht aufgepasst, da war außen frei, traut sich aber nicht den Wurf zu nehmen. Und Theresa Meismann läuft sich in der Mitte fest. Das passive Spiel angezeigt. Und jetzt muss Schwerin abschließen und sie stellen jetzt für Juliane Schiller. Und er springt aber nicht das Anspiel auf Theresa Meissner. Und noch eine Chance zum Stellen für Grünwald Schwerin. Ja, Situation bleibt. Jetzt nimmt sie sich den Wurf, scheitert aber an der Torhüterin.